Probieren wir das aus. Da kriegst du jetzt noch eine Autobahn hierher. Machen wir aber mal von hier oben aus. Bams. Da kriegst du jetzt noch ein bisschen Industrie rein. So. Bitte sehr schön. Ne? Weil ihr wollt ja so viel haben. Regional wird allerdings auch nach Wohngebiet gefordert. Das heißt, wir haben regional viel zu wenig Wohngebiete. Ich möchte aber ungern noch mehr ausweisen. Ich meine, wir haben hier hinten noch Platz. Was wollen wir denn hier hinten machen? Sollen wir da hinten noch ein bisschen Wohngebiet hinmachen? Was meinst du? Was meinst du? Sollen wir da hinten noch ein bisschen Wohngebiet hinmachen? Ich meine, es wird ja noch Wohngebiet gefordert. Könnten wir eigentlich machen, oder? Oder könnten wir eigentlich machen? Ja, ja, komm, machen wir das. Machen wir das. Schön hier so. So, ja, und. Um die Schule drumherum so. Ja, hoffentlich reicht es dann noch für Klassenzimmer und Busse und den ganzen Kerl. Und so und. So und. Komm, Georgi, so! Und so und so und so so und machen wir das mal so. Okay, gut. Dann kriegst du jetzt noch Wohngebiete und wehe, ihr beschwert euch dann noch. Dann beschwert sich maximal wieder über zu wenig Einkaufsmöglichkeiten, ne? Ja, jetzt habe ich halt natürlich das Problem, dass ich hier Kunden mittlerer Einkommensklasse hab. Moment, wir machen das aber gerade nochmal. Hä? So. Dann machen wir da lieber noch ein kleines Gewerbegebietchen hin, weil ich vermute. Oder ich hoffe, dass das hier auf einem höheren Grundstück. Nein, ist es nicht. Verdammt. Okay, 350 Sims. Das heißt wieder. Wir brauchen mehr Klassenzimmer. So. Haben wir jetzt Platz für 550. Noch haben wir 656. Wir könnten also praktisch eigentlich gleich noch weitermachen, ja. Wir brauchen praktisch noch gar nicht aufhören. Wir können gleich total aufbocken hier. Dann haben wir 950 Plätze. Mehr Grundschulen bekommt ihr allerdings auch nicht. Das Einzige, was ihr jetzt noch mehr bekommt, sind Bushaltestellen. Leider Gottes. So, kriegt er hier noch eine hin. Kriegt ihr hier noch eine hin. Da noch eine. Hey. Wieso? Wieso? Und. Ja, das. So. 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 Und. Ah, die Straße geht hier gar nicht durch. Na, sowas. Das muss man auch erstmal sehen. So. Und dann reicht das eigentlich auch schon. Dann reicht das eigentlich auch schon. Warum zitiert denn keiner ein? Was soll denn der Käse? Wollen die nicht an der Autobahn wohnen oder was? Jo, jetzt werden die natürlich alle viel, viel schlauer und so und. Aber. Ja, dann ist das Krankenhaus wieder befordert und dann kostet mich das wieder mehr Geld und. Ach Mensch, nee, ey. Wie schaut's denn jetzt aus mit meiner Bildungskarte? Wäre es denn jetzt alles grün und lila und so? Ja, ja. Wie gesagt, waren halt noch eine Menge, die. Ja, sobald jetzt hier Gebäude-Upgrade kommt, dann ist sowieso Feierabend mit der Schule. Dann kommen die sowieso nicht mehr in die Schule irgendwie. Dann muss ich hier irgendwas weiteres bauen. Da bist du im Gymnasium. Also ungefähr 1200 Schüler und Studenten am Tag in einer Stadt der Region. 1200, das heißt ja. Da gehen wir das 900 Quetsch rein. Wenn ich recyceln will, muss ich ja das Gymnasium eh bauen. Und dann haben wir hier schon ein paar mehr Schüler. Feuerwehrleute aus Homburg helfen freiwillig. Wieso denn? Wo brennt's denn? Da mit drinnen. Oh, da hinten. Und wow. Bisher klappt es eigentlich alles ganz gut so. Ich meine, seit dem letzten Patch ist es ja auch so, dass die Versorgungsfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen haben auf der Straße ja Vorrang.
Und das ist schon mal gut. Und bei mehrspurigen Straßen nutzen die auch die freiere Fahrspur, um zum Ort des Geschehens hinzukommen. Aber wenn ich hier sehe, wie die hier fahren, hier hin und her und weiß der Geier, dann ist das natürlich blöd, ne? Meine Müll-LKWs halten gerade. Das ist genauso ein Blödsinn. Was eiern die denn hintereinander her? Die sollen sich doch irgendwie aufsplitten. Das ist totaler Schwachsinn, was die machen. Der fährt hier rum, der vorderste fährt rum, leert den Müll aus. Ne? Und der zweite, der eiert da leer hinterher. Und sobald der erste voll ist, kann der erste heimfahren und damit der zweite macht weiter. Das ist total stumpfsinnig, was die eigentlich machen. Absolut stumpfsinnig. Das finde ich nicht schön. Das müsste jetzt auch nochmal gepatcht werden. Und hoffentlich auch bald. Und jetzt können wir das Bürgermeisterhaus bauen. Steigern mal wieder die Grundstückspreise. Ne? Und ja, was ich eigentlich immer nicht so möchte, so, dass die Grundstückspreise so, wisst ihr wie, so. Und die lassen sich aber hier auch ganz schön Zeit mit dem Einziehen, ne? Ich meine, ihr wollt immer noch Wohngebiete, aber hier zieht keiner ein. Warum? Ach, jetzt, okay. Gut, bauen wir das Bürgermeisterhaus. Ich habe schon 10.000 Einwohner, echt? Bauen wir das mal hierher. Etwa mir klar, dass ich das jetzt wieder... Nein, ihr... Maxis und den ganzen Scheiß. So. Jetzt sollten wir da eigentlich eventuell die Grundstückspreise erhöht haben. Verdammt. Es reicht gerade so für die paar Wohngebiete. Für das Gewerbegebietchen hier reicht es nicht. Schade, attraktive neue Häuser in der Stadt zu bekommen. Ja, das ist schön, dass es attraktive neue Häuser zu gibt, wenn die nach später sowieso anfangen, sich zu beschweren, dass sie nichts zum Shoppen haben. Also von dem her, oh, da haben wir jetzt schon leerstehende Häuser, und zwar ist das wegen Brand. So, ist ja bloß das eine, also ist eigentlich noch im erträglichen Rahmen. Was ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist, wie sieht es denn eigentlich mit dem Upgrade vom Industriegebiet aus? Ja, die brauchen eh immer ein bisschen länger von dem her. Und das möchte ich auch gar nicht so sehr upgraden lassen, bevor ich nicht die intelligenten Leute in der Stadt habe. Ich möchte gerne eine intelligente Stadt haben. Guck mal, guck doch mal, was soll denn der Käse? Warum mangelt es den denn an Arbeit? Ich sollte vielleicht mal noch eine Verbindungsstraße hier bauen. So, von der Schule direkt. Oh, das ist schön. Den Schulspielplatz direkt an der Autobahn. Mehr Luxus geht doch gar nicht, oder? So. Wenn ich merke gerade, da bloß eine Straße hier rüber führt, ist es vielleicht... Ach ne, hier unten geht auch noch was lang. Aber von dem her war das jetzt vielleicht... ja, ich habe keine Ahnung. Aber später, wenn man da vielleicht... Arbeiter pendeln zu Betrieben in Hohenburg. Was? Was wollt ihr in Hohenburg? Alter, hier fehlen die Arbeiter und ihr pendelt nach außerhalb zum Arbeiten. Geht's noch? Was? Fabriken geben, was weiter vergrößern? Was? Die an der Autobahn oder was? Aber das war doch noch gar nicht grün, die haben doch noch gar nichts angezeigt hier. Na doch, das wird größer. Da werden die Balken gar nicht so groß wie im Wohngebiet. Ey, guck doch mal an, wie grün das hier ist, wie klatschgrün. Wird nicht mehr lange dauern, dann schießen da die Gebäude aus der Stadt. Und dann bin ich mal gespannt, inwiefern das mit der Versorgung noch klappt. Ich meine, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Geld auf Reserve. Sollte das mit der Versorgung knapp werden, dann können wir uns auch gerade noch selbst ein bisschen irgendwie da raushelfen. Guck mal ein, wir machen jetzt gerade über 5.000. Wir könnten jetzt die Uni bauen. Und dann bald. Und dann können wir mal gucken... Ob das vielleicht fürs Recycling auch schon reicht, die Uni. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, fürs Recycling braucht man das Gymnasium.
Und für meine Müllhalde, da warten wir mal noch ein bisschen. Was sagt der Müll? Schaffen die das eigentlich, das zu leeren? Ja, bis jetzt schon. Wenn dann die ersten Gebäude-Upgrades kommen, werden sie es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Vermute ich. Na, Spionagehelikopter. Roffelkopter. Aber hier ist ganz schön Verkehr, Alter. Wenn die auf Arbeit wollen, geht es hier ganz schön ab, ne? Aber ich habe zwei Straßen zum Rauspendeln. Das Problem ist bloß, wenn die alle hier rauskommen und dann hier über die schmale Straße fahren. Sollte ich vielleicht noch versuchen, da hier eine Autobahn rüber zu basteln? Dann müsste ich aber die Autobahn irgendwie noch verbinden mit der Autobahn, damit da später noch die Straßenbahnen drüber fahren können. Also irgendwie muss ich da noch die Autobahn miteinander verbinden. Die Frage ist nur, wie? Da müsste ich die Industriegebäude, das ist aber gerade das große Industriegebäude. Könnte ich eigentlich die Straße hier wegruppen? Warte mal, das testen wir jetzt gerade mal aus. Oh Mann, ihr werdet mich hassen, gell? Ihr werdet mich hassen. Ist mir jetzt aber gerade mal wurscht. So. Machen wir das weg. Machen wir das mal mit der Autobahn hier. Autobahn. So, ziehen wir den mal hier rüber. Und gucken mal, ob wir das schaffen, die von hier oben hier rüber zu ziehen. Ja. So. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Guck mal, da Gewerbegebiet, da Gewerbegebiet, da Gewerbegebiet. Und hier draußen können wir dann auch mal noch Gewerbegebiet machen. Machen wir dann später. Jetzt brauche ich erstmal noch die Straße hier, dieses eine Stückchen. Ach komm, machen wir das jetzt gleich mal groß. So. Gut, dann könnt ihr nämlich auch schön von oben da lang pendeln und mit Straßenbahnverbindung können wir das dann später auch schön machen. Ja, wunderhübsch. Und schon bauen sie da auch die mittelgroßen Industriedinger hin. Das Krankenhaus ist total überfordert. Es gibt Tote. Es gibt Tote. Klinik fast voll ausgelastet. Aber nur fast. Das geht, glaube ich, noch. So. Schauen wir mal, wie wir das jetzt handhaben. Klinik voll. Ja, okay, da müssen wir doch anbauen. Tut mir leid. So, kriegt er jetzt einfach noch so ein Patientenzimmer hinten dran. So, dann ist das schon mal dann grünen Bereich. Da hinten burnt. Burnt. Das ist jetzt noch kleine Straße hier, gell? Ach, das sind Straßen, das nervt mich so ein bisschen mit den Upgrades. Dass ich nicht so richtig weiß. Da haben wir schon hohe Dichte. Ach nee, das ist schon hohe Dichte. Okay. Dann hat sich das ja auch schon erledigt. Sieht's denn aus? Ich habe gar nicht aufgepasst. Nee. Das ist kein Online. Für all diejenigen, die es vielleicht interessiert, auf welchem Server das Let's Play hier stattfindet, das ist auf dem Arktis-Server. Ah, jetzt geht's los, jetzt wird geupgradet. Oh mein Gott. Was ist mit dem Shopping-Angebot der Stadt? Mit dem Shopping-Angebot der Stadt müssen wir erstmal gucken. Ihr quengelt immer noch über Arbeit herum. Zumindest das eine Häuschen. Aber okay, ich meine, das brennt ja eh gerade, ne? Hä, brennt das? Oh, da ist ein leeres Gebäude. Oh, ich habe mehrere leere Gebäude. Zu verkaufen. Ist mir wurscht. Hier unten ist noch irgendwo scheinbar was. Nee. Ich habe immer noch zwei. Ah, hier drüben ist noch eins. Brand. Und verkaufen. Okay, haben wir das? Jetzt beschwert sich wieder das Krankenhaus hier. Alter, wie viele Kranke gibt es denn hier?
Ey, ihr müsst jetzt mal damit auskommen. Ich kann euch nicht noch mehr. Ich brauche doch das Geld. Und ich vermute, dass meine Schülerchen nicht alle zur Schule kommen, weil ich nicht genügend Buße habe. Heißt also, dass wir jetzt erstmal das Rathaus noch weiter upgraden. Alle Küchen, liebes Rathaus. Wir werden auch zum nächsten Upgrade anwenden. Und dann bekommen wir die Tourismusabteilung noch hinzu. Dann brauchen wir bloß noch zwei Abteilungen, dann sind wir eigentlich voll bestückt. So. Haben wir das? Und dann sollte meine Schule noch einen Bus bekommen. Bekommt sie auch. Und zwar genau jetzt. Bitteschön. Und dann müssen wir ein bisschen noch ein Auge mit auf den Müll werfen. Dass die da auch hinterherkommen. Ja, ihr wollt eine Straßenbahn. Ja, Straßenbahn, Straßenbahn. Oh je. Schluss mit dem Trempen. Busnetz. Bla bla bla. Ja, später. Früher oder später bekommt ihr schon noch ein Busnetz. Kriegt er schon noch. Nicht jetzt gleich, aber bald. Denn ich brauche jetzt erstmal den Geldlieferanten hier. Sonst wird das mit dem Airport mal irgendwie gar nichts, ne? So. Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Das steigt. Das werden wir jetzt auch innerhalb der nächsten Zeit noch schaffen, dass wir das hinkriegen. Hier, das läuft auch so. Was habt denn ihr hier? Keine Aufträge, wir müssen zumachen. Ja, jetzt habe ich zu viel Industrie, obwohl ich immer noch nach Industrie schreien förmlich. Also ich produziere zu viele. Nee, Quatsch, ich produziere nicht zu viele, aber wäre doch eigentlich schon, ne? So, und an der Stelle machen wir dann doch erst erstmal Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.